das passiert jetzt nicht. Die macht mir wahnsinnig. Komm, fahr! Es ist Fritti am 5 Uhr. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann wisst ihr genauso wie ich, dass das unglaublich nervenaufreibend kann sein. Ich bin, glaube ich, wirklich ein netter Mensch. Aber sobald ich in das Auto reinsteige, dann wird im Fall auch ich... Ich gebe dir 5 Gründe, wieso ich beim Autofahren zu einem Stirb und Mensch werde. Nummer 1. Der Nicht-Blinker. Hey, spinnst, Kollegin? Wie wär's nicht zu blinken? Oh mein Gott, mein Herz. Kollege, ist es so schwierig, den Blinker zu nutzen? Bremst du kurz von deiner Kreuzung, boom, ab und gibst mir einen Herzinfarkt. Wieso machst du das? Nummer 2. Ich weiss ja nicht. Wieso willst du den Leuten am Arsch kleben? Das macht für mich keinen Sinn. Beim Autofahren ist es erstens gefährlich, zweitens nervig und drittens... Der Langsamfahrer. Du weißt, ich muss lange Tau. Wir nehmen es chillig. Aber wenn du in einer 50er-Zone 30 fährst, Kollege, dann haben wir ein Problem. Nee, schau mal, das grosse Links ist schneller als sie im Auto. Jetzt ohne Scheiß. Gibt es etwas, das noch langsamer fährt als im ersten Gang? Wenn ja, dann hat sie das in ihrem Kackauto drin. Nummer 4. Der Parkierer. Hey. Ich gebe es zu. Ich kann zwar gut Auto fahren, aber parkieren ist jetzt nicht meine Stärke. Ich brauche ein paar Anläufe. Mein Leben ist eh schon schwer, okay? Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst von meinem Parkplatz noch ein Stückchen nehmen, dann ist das einfach nicht fair. Gut, geht doch. Nummer 5. Der linke Spurblockierer. Ich gehe auf die Autobahn und dann passiert Folgendes. Auf der linken Spur fährt die ganze Mannschaft und niemand fährt rechts. Zieh über. Meine Fresse. Wenn du schon am Blockieren bist, dann fahr wenigstens die vorgegebene Geschwindigkeit. Du fährst sicher nicht 100. Wenn man 120 fahren kann, dann machst du mich wütend. Vor allem, wenn du siehst, dass jemand mit einem Affenzahn in die Bühne kommt, dann hörst du mich dafür. Halt, stopp! Teil das Video mit deinen Kollegen, die schlecht Auto fahren. Du kannst in den Kommentar reinschreiben, welcher Autofahrer dich persönlich aufregt. Schreib es rein, dann können wir ein Gespräch starten. Und sonst sehen wir uns am nächsten Freitag am 5 Uhr wieder. Ich freue mich. Lean back. Boom! Gut. Der linke Spurblock. Kann ich Deutsch? Also nochmal fahren.